Hey ihr Lieben, ich möchte heute einfach mal einen ganz gemütlichen Tee mit euch trinken. So viele wundervolle Kollegen und Kolleginnen haben schon so viele Videos zum aktuellen Zeitgeschehen aufgenommen, so viele Channelings und Spekulationen, Vermutungen, Gefühle. Mir ist nach persönlich. Deshalb habe ich dieses Video auch Persönliches zum Zeitgeschehen genannt. Ich habe gerade meine letzte Seminarteilnehmerin verabschiedet, die mit mir hier mit anderen gemeinsam ein schönes Lichtkraft-Seminar zelebriert hat. Wir sind gestern im Garten gewesen, haben super schöne, wichtige Gespräche geführt, in denen es zum Glück fast ausschließlich um persönliche Dinge ging, um persönliche Bewusstseinsentwicklung, um Lichtkraft, um Weiterentwicklung, das neue Zeitalter. Uns wurde dann am Nachmittag gestern mitgeteilt, dass ab Montagmorgen auch Mallorca unter Quarantäne steht, der Ausnahmezustand verhängt wird und wir alle Ausgangssperre haben. Damit sind wir quasi zu Bett gegangen. Und ja, es hat sich total viel in mir bewegt. Diejenigen von euch, die mich schon länger begleiten, teilweise schon jahrelang wissen, ich bin sehr besonnen, egal was für ein Thema ansteht. Ich habe gerade in den letzten 14 Monaten ganz, ganz viele Videos gemacht zum Thema Aufstieg, Bewusstseinsentwicklung, Selbstermächtigung, Macht, Angst, weil allein im letzten Jahr 2019 so viel passiert ist, so viel angetriggert wurde durch die Öffentlichkeit, weil so viel passiert ist in der Welt und so vieles so hochgepusht wurde. Mir war natürlich klar, dass das noch lange nicht das Ende ist und ich habe es auch immer wieder gesagt. Wir können Liebe leben, Licht leben, wir können uns darauf fokussieren, konzentrieren, aber wie meine wundervolle Kollegin und Freundin Daniela Hutter in einem wunderschönen Instagram- und Facebook-Beitrag gestern geschrieben hat, wir dürfen uns die Angst auch zugestehen. Ich habe in meinem Leben so viel erlebt und so viele Dinge, die nicht wirklich lustig waren. Und ich habe sehr, sehr gut gelernt, der Angst nicht mehr so viel Raum zu geben. Es gibt sogar ein Sterntor, das heißt Weg aus der Angst. Das war eines meiner ersten Sterntorbilder. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich hatte so eine große Angst damals vor Nacht, vor Dunkelheit, vor den Menschen, vor allen Dingen vor den Männern, vor allem. Und ich weiß super gut, wie man mit Angst umgeht. Und dennoch, ich bin ja nicht nur alleine auf der Welt. Auch wenn ich sehr zurückgezogen oftmals lebe, ich habe Freundinnen, Freunde, ich kommuniziere, ich bin zusätzlich extrem verbunden mit zigtausend Menschen über das Internet. Meine ganz, ganz wundervolle Community. Und meine Aufgabe ist es ja, euch zu spüren, euch zu dienen. Das heißt, ich bin mit euch verbunden. Und natürlich bekomme ich alle Schwingungen mehr oder weniger auch ab. Das geht nicht anders. Dafür stelle ich mich ja auch zur Verfügung. Denn nur wenn ich euch spüre und eure Bedürfnisse fühle, kann ich ja etwas für euch tun. Wenn ich so ganz für mich alleine hier so in meiner rosaroten Welt bin, dann kann ich euch nicht dienen, weil ich ja dann mich immer nur selbst im Kreis drehe. Und das ist ja nicht mein Ansinnen. Ich möchte euch unterstützen, euch stark machen, euch inspirieren. Und deshalb bekomme ich diese ganzen Schwingungen auch ab. Und es war gestern Abend schon schwierig genug, das auszuhalten, dass ich eingesperrt werde. Mein ganzes Leben lang habe ich
am Anfang wirklich extremst darum gekämpft, frei zu sein. Frei von den Fesseln meiner Familie, frei von den Fesseln der Gesellschaft, von diesen ganzen Einschränkungen. Und hier auf Mallorca, die 3 Jahre, in denen ich jetzt hier lebe, habe ich meine Freiheit wirklich zur extremen Blüte gebracht. Ich fühle mich so frei wie noch nie zuvor. In diesem Gefühl dann die Info zu bekommen, dass ich mindestens 14 Tage lang in meinen 4 Wänden eingesperrt sein werde, war für mich dann wirklich nochmal so ein Gefühl von Tritt ins Knie bekommen. Ich gehe nicht zu Boden. Dennoch macht es viel mit mir. Heute Morgen haben wir dann gemeinsam beim Seminarbeginn diskutiert, also beim zweiten Tag des Seminars diskutiert, was wir machen. Bleiben wir in meinem Garten? Es war heute wieder ein wunderschöner Sonnentag hier auf Mallorca. Es war auch ganz, ganz ruhig. Das ist hier im Dorf selten der Fall in Port Andratx. Und natürlich, die Menschen fangen langsam an, sich zurückzuziehen. Und zwar klar, wir haben noch einen Tag Freiheit. Wir können noch einen Tag über die Insel fahren. Und Montag 8 Uhr ist Schluss damit. Wir haben uns entschieden, wir fahren in die Berge, ins Tramuntana-Gebirge, an einen meiner stärksten Kraftorte hier, ins Kloster Juk. Wollten da wandern gehen, erstmal ein bisschen Picknick machen, wandern gehen, dabei Gespräche führen, meditieren und so weiter. Sind gefahren, im Kloster angekommen und es war ein ganz komisches Gefühl. Normalerweise ist es da sonntags immer voll. Es waren vielleicht eine Handvoll Menschen zu sehen. Der Picknickplatz, einer der schönsten Picknickplätze der Insel, war also absurd mit weiß-rotem Flatterband abgesperrt, also was man einfach nur so von einem Pfosten zum anderen gehangen hat und da waren ganz große Lücken. Wir dachten, ja, wenn es jetzt nicht komplett zu ist, dann setzen wir uns einfach auf die Bänke und essen da unseren Obstsalat. Und dann haben sie die Bänke so kreuz und quer mit Flatterband über die Tische verspannt, so nach dem Motto, hier keine Picknicks. Und da kam dann wieder meine Rebellin raus und ich habe gesagt, okay, wir setzen uns halt nicht auf die Bänke, sondern wir setzen uns auf die Steine. Dann haben wir dann auf den Steinen gesessen und Picknickdecke, Obstsalat mit Kokos, Joghurt oder Sojajoghurt gegessen. Es war super lecker, wir haben ganz viel Spaß gehabt. Es kamen die Spatzen, es kamen die Ziegen, die da frei über den völlig leeren Picknickplatz gelaufen sind. Wir haben eigentlich im Grunde darauf gewartet, dass irgendwer kommt und uns verscheucht. Ist das nicht passiert? Leider war es zu kalt. Wir sind nicht wandern gegangen, aber wir sind nochmal ins Kloster gegangen, haben uns das angeschaut, sind nochmal zum Gipfelkreuz rauf. Und da gab es dann auf dem Gipfelkreuz eine neue Nachricht. Der Mann einer Seminarteilnehmerin, die hier bei mir im Ort wohnt, hatte ihr geschrieben, die Ausgangssperre ist vorverlegt worden. Mitten im Sonntag auf Samstagabend. Ich meine, wie blöd muss man sein? Das heißt, wir sind dort oben gewesen und wussten, wir machen was Illegales. Und wir waren alle hochsensibel und es hat ganz viel mit uns gemacht, dass wir jetzt quasi ganz schnell zurück müssen, weil wir sonst Strafe zahlen. Und dann habe ich gedacht, okay, wir fahren jetzt noch auf dem Rückweg kurz Porto Soia vorbei, gucken uns noch den Strand an, dass die Seminarteilnehmerinnen einfach auch noch ein bisschen was Schönes haben, sind zwischendurch stehen geblieben, haben wunderschöne Ausblicke genießen können, sind dann nur ganz kurz zum Strand runter. Ich wollte denen die Promenade zeigen und so. Und es war Totentanz. Es waren ganz, ganz wenige unterwegs, ein paar hatten Rucksäcke auf, waren genau wie wir den ganzen Tag wandern und haben überhaupt nichts mitbekommen. Gerade die Touristen. Da schreibt ja nicht, kriegt ja nicht jeder von irgendwie eine WhatsApp-Nachricht. Übrigens, ihr steht unter Quarantäne. Und dann wurde es echt surreal. Dann kamen wirklich die Polizeiautos und sind von Mensch zu Mensch gefahren und haben gesagt, ihr müsst jetzt sofort dahin zurück, wo ihr herkommt, also Hotel oder Wohnort oder was auch immer. Wenn man 2 oder 3 Mal angehalten wird,
Und Pech hat, muss man hier 2.000 € zahlen, wenn man sich nicht an die Ausgangssperre hält. Die Seminarteilnehmerin, die bei mir im Ort wohnt, die wollte auch gar nicht mehr mit mir zurück. Wir hätten das Seminar noch weitergeführt. Sie wollte sofort nach Hause. Kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Es war ein bisschen traurig. Und ich habe dann hier noch ein bisschen erzählt bei mir zu Hause. Und es ist so komisch. Es macht viel mit mir. Es macht mich traurig. Es macht mich wütend. Ich bin frustriert, weil ich nicht viel tun kann. Also außer mich mitteilen und meine Liebe, meinen Frieden in die Welt zu schicken. Ich kann jetzt hier nicht hingehen zu den Polizisten und mit denen diskutieren, dass das nicht fair ist. Das interessiert hier keinen Menschen. Die Menschen in Italien, in vielen, vielen Teilen dieser Welt erleben das Gleiche. Ich bin in Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen, die alle unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema haben. Vielleicht werde ich in den nächsten Tagen mit den einen oder anderen auch Interviews führen, sie bei YouTube veröffentlichen. Einfach das nutzen an Kanälen, was da ist. Und einfach mal so die verschiedenen Meinungen besprechen. Mein Gefühl ist, dazu werde ich vielleicht eben dann auch noch ein aktuelles Energiewelle-Video machen. Wir erleben jetzt genau das, was ich schon so lange angekündigt hatte, was sich angekündigt hat und ich habe es auch immer wieder formuliert. Neue Ordnung entsteht erst, wenn es erstmal so ein Reset gibt, ein Nullpunkt, ein Herunterfahren des alten Systems, damit das Neue hochgefahren werden kann. Wir sind jetzt mittendrin, weltweit. Diesmal gibt es keinen Krieg, kein Chaos im Sinne von Blutvergießen und so weiter. Ich glaube, dass es mittlerweile so viele bewusste Menschen gibt. Und hier herrscht auch eine ganz seltsame stille Ruhe, eine entspannte Ruhe. Wir haben viele Menschen gesehen, die gelacht haben, die das so lustig und surreal fanden wie wir, die gar nicht so in Panik waren. Also ich habe keinen Panikmenschen gesehen in den letzten Tagen hier auf der Insel, sondern Menschen, die sich Gedanken machen. Wir waren gestern Abend noch nach dem Seminar gemeinsam essen. Wir haben ein paar Menschen getroffen, die dann die wenigen offenen Lokale noch genutzt haben. Einige waren tüchtig betrunken, die haben quasi gesagt, oh, jetzt sind die Lokale noch offen, jetzt geben wir uns richtig die Kante und danach kommen wir sowieso nicht mehr raus, weil nichts mehr offen ist. Und andere haben einfach ganz still gegessen, geredet, gelacht. Und es ist so ein friedliches Miteinandersein hier. Das wünsche ich mir für alle Gegenden, denen es so geht, wie bei uns. In Spanien waren es offensichtlich zu viele Coronavirus-Fälle, dass eben die Grenzen dicht gemacht wurden. Und es ist jetzt echte Meisterschaft, da nicht in Panik zu verfallen, nicht in diese Angstfalle zu tappen, sondern konstruktiv zu sein. Ich habe meinen Garten, darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ich darf nicht mehr draußen spazieren gehen und wandern. Das heißt, ich mache hier meinen Sport, ich werde im Garten wühlen. Wir dürfen noch einkaufen gehen, immerhin. Ich habe das Glück, dass ich am Ort hier Geschäfte habe, die auch Bio-Sachen haben, bin ich sehr glücklich. Aber ich habe zum Glück ja auch einiges im Garten, auch wenn es noch nicht so viel ist, weil noch nicht so wahnsinnig viel wächst. Aber immerhin. Und irgendwie, ja, jetzt das Beste aus allem zu machen, das habe ich in meinem Leben intensivst gelernt. Nicht verzagen, nicht in Lethargie verfallen, nicht in Starre verfallen, sondern zu überlegen, ja, wie gehe ich jetzt am besten damit um? Nach dem Wochenendseminar werde ich auf jeden Fall morgen am Montag einen Ruhetag machen. Und sollte es mir zu langweilig werden, werde ich malen. Vielleicht mache ich einen ganzen Mahltag. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich nicht so wohl fühle, aus welchen Gründen auch immer, gesundheitlich, mental, whatever, oder weil
in der Welt so viel los ist, dann male ich mal den ganzen Tag. Von ganz früh morgens bis abends, solange es mir Spaß macht und gut tut. Und vielleicht lasse ich euch, wie ich das dann immer an diesen Tagen mache, einfach teilhaben, werde dann bei Facebook immer mal so einmal pro Stunde zeigen, was ich da so erschaffe. Es hat sich auch wieder ein neues Bild, großes Bild gezeigt, das ich malen darf, nämlich die Vision, die ich im letzten Channeling mal beschrieben hatte mit der Regenbogenbrücke. Ich verlinke das mal oben. Und ich werde weiter dafür sorgen, dass aus meiner Quelle und mit der Quelle, mit der göttlichen Quelle, in die ganze Welt Liebe und Frieden und Ruhe fließt. Das möchte ich, solange ich kann, vermitteln. Ich bin sehr neugierig, was passiert. Ich hatte sogar schon die Idee, einfach so kleine Tagebuch-Videos zu machen. Jetzt nicht so lang wie dieses Video. Ich habe einfach jetzt auch viel zu erzählen, aber vielleicht einfach so, wie fühle ich mich an Tag 1, 2, 3, 4, 5 der Quarantäne? Was bekomme ich für Feedbacks in meiner Internet-Community? Was bekomme ich für Feedbacks von den Kollegen, die sich so wie ich intensiv mit dem Thema beschäftigen? Was tut sich in der Welt? Ist es wirklich ein positives Reset oder was passiert gerade? Und ich lasse mich nicht verrückt machen. Ich bin schon verrückt genug, ich lasse mich nicht noch verrückter machen. Sondern ich möchte für euch da sein, ich möchte für mich gut sorgen, so gut ich kann. Ich möchte gute Laune behalten, ich möchte am liebsten einfach in Frieden mit euch schwingen. Vielleicht mache ich auch nochmal die ein oder andere Live-Meditation oder wenn die Leitung es erlauben. Ich weiß nicht, was hier mit Internet und so weiter passiert, keine Ahnung. Und wir lassen es einfach auf uns zukommen. Ich lasse es auf jeden Fall auf mich zukommen und werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn ich Input bekomme aus dem Feld, lasse ich es euch wissen. Ja, und hoffe einfach, dass wir das Allerbeste daraus machen. Jetzt sende ich euch ganz viel Liebe, ganz viel Glück aus meinem Herzen. Und es war ein tolles Seminar, es waren wunderschöne Stunden mit den fantastischen Frauen. Grüße euch und wünsche euch von Herzen das Allerbeste. In Liebe, eure Sonja Arie von Staden aus Mallorca. Ciao.